Von 0 auf 100 in 50 Sekunden. Also gut, ein Sportwagen ist was anderes. Spitzengeschwindigkeit 105 km/h, aber egal. Hier fegt einem der Wind um die Ohren und man hat das Gefühl, sich in rasender Geschwindigkeit fortzubewegen. Ist halt so wunderschön. Es gab halt schon damals Menschen, die das Extravagante geliebt haben und nicht im mausgrauen Brezelkäfer sitzen wollten. Und so bekam Hebmüller den Auftrag, 2000 dieser wunderschönen Cabrios zu bauen. Es wurden dann aber doch nur 696, weil 1949 die Produktionsstätte abbrannte. Ich finde ihn von den Formen her außergewöhnlich schön. Klar, die Armaturen, ist alles ein bisschen dezenter und spartanischer, aber das Understatement, das liegt mir.